Ja, ein Gruß hier aus Berlin an euch und nach langer Zeit kann ich mich mal wieder von diesem Kanal aus melden. Mir ist wichtig, mich wenigstens ab und zu hier bei euch in Form eines Videos zu zeigen, damit ihr wisst, es gibt mich noch, ich bin noch da und ich will mich natürlich ab und zu hier auch für euch zum Thema Pfeife und Tabak äußern. Ja, ich grüße aber auf jeden Fall erst einmal alle diejenigen, die mir ein Stückchen weit zur Seite stehen und mir schreiben, an mich denken und mir Mut machen bei so manchen Dingen, die ich zu überstehen habe zurzeit. Zum Tabak, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe einen Tabak geschickt bekommen von einem sehr lieben Bekannten, der meinte, Mensch, da wäre doch mal was für dich, was du mal wieder zeigen könntest. Und neben all diesen Themen, die ihr hier schon kennt, all diese Tabake von dieser Firma, nämlich Planta, dachte ich mir, ja gut, ich habe noch einige davon aus dieser Vergangenheit. Es gibt einen aktuellen Tabak von Planta, der ist bei euch schon gezeigt worden, aber mir ist er gänzlich unbekannt. Und dieses Unbekannte macht mich ja natürlich besonders neugierig. Also er ist noch verschlossen, so komplett. Ich habe ihn also noch nicht angerührt. Und ich will jetzt mit euch hier dieses Siegel brechen sozusagen und mich um diesen Tabak mal in eurem Beisein kümmern. So, einmal aufmachen. Da ist das Siegel und nun will ich mal schauen. Ja, hier nochmal öffnen. Da, jetzt kann ich das aufmachen. Und so sieht er also von innen aus, der gute Tabak. Ja, dann will ich mal meine Pfeife damit bestücken. Ich habe übrigens eine ganz einfache Pfeife gewählt, absichtlich. Und zwar alle diejenigen, die sagen, Mensch, die wollen auch mal probieren, wie es dann so mit so mehreren Filtern überhaupt ist. Wie kann man dann so eine Pfeife überhaupt bekommen? Die gibt es sehr günstig im Internet. Also ich habe diese Pfeife mit einem längeren Stiel bekommen, nämlich mit so einem langen Stiel bekommen und ich habe diesen Stiel abgesägt mit einer ganz einfachen Metallsäge, das verkürzt, sodass ich in diese kurze Pfeife noch etwa 5 Filter hineinmachen kann, je nachdem, wie man das möchte. Dann kann man das hier mit so einem ausziehbaren Teleskopteil, wie gesagt, auch mal ausschieben, die Filter. Und wenn man die Filter einsetzt, dann mache ich das so, weil der Durchmesser des Metallrohres etwas größer ist als diese 9 mm, werden die nochmal umwickelt mit in Streifen geschnittenen, ja, Zellstoffbahnen, ganz schmal sozusagen. Sehr schön auch, weil natürlich damit auch eine Filterung erfolgt und auch ein Aufsaugen, ein extra Aufsaugen erfolgt von Kondensat, sodass das sich ganz schön dann auch sehen lassen kann. Hier ist das zum Beispiel recht gut sichtbar mit dem Kondensat. Hier ist so ein Streifen. Da kann man sehr gut sehen, wie der dann nachher aussieht. Also gar nicht mal schlecht diese Geschichte, wenn man das extra nochmal umwickelt. Und dann hat man da eine sehr gute Trockenlegung auch der Pfeife von innen. Die kosten allerhöchstens 15 Euro, sogar günstiger. Ich habe die hier bekommen für nicht mal 10 Euro. Also man kann auch mal probieren, ohne sich nun irgendwie finanziell weit aus dem Fenster zu lehnen und mal probieren, wie geht das mit mehreren Filtern zu rauchen, die man dann hier einfach hineinschiebt und das ein bisschen auch vorbereitet, vielleicht notfalls, dass es dann auch hier rausgeht. Und dann kann man da sehr, sehr schön probieren. Ich habe schon einige Zuschriften bekommen, die da auch meinten, Mensch, tolle Idee. Gerade wenn man mal eben nur ein bisschen Geschmack haben möchte und sich einfach mal nur dezenten Geschmack auf der Zunge zergehen lassen möchte, dann reicht das hier völlig aus. Und ich bin auch der Auffassung, außerdem für denjenigen, der es anders möchte, der kann ja dann die Filteranzahl selber variieren. Zurück zum Thema Planta 2018. Jetzt vielleicht mal ein gutes Stückchen von dem Planta-Tabak hier einfüllen. Er ist schön konditioniert, wie man so schön sagt. Duftet nicht übertrieben. Das ist fein. Also ich hatte, glaube ich, im letzten Jahr so einen Apfelgeschmack, einen Apfelgeruch von derselben Firma
in der Pfeife hat mein Freund Martin mir mal spendiert. Ich war ganz abgeneigt und meinte, gut, der Geruch ist sehr schön, aber der Geschmack war weniger einladend. Also das hier ist diesmal nicht so komisch, nicht irgendwie überkandidelt, aromatisiert offenkundig. Also macht schon mal Mut, was mir hier angeboten wird. So. Das ist vielversprechend. Diese Edition hier, New Zealand Mixture, so heißt sie. Und da schreibt der freundliche Hersteller, aufbereitet aus edelsten Tabaken, vielfältig und interessant im Mischungsbild durch die Komposition aus goldgelben Virginias, nussbraunen Burley und tiefschwarz fermentiertem Black Cavendish. Na, das klingt doch richtig gut. Also, jetzt geht das los. Etwas Feuer dazu und ich bin gespannt, ob das wirklich so fein ist, wie es da steht. So, das Feuerzeug will bei der Temperatur nicht, also nehmen wir einen etwas anderen, ein anderes dazu. Die Dinger sind immer sehr schön, diese Brenner. Da ist zunächst nichts, was mich völlig überrollt durch irgendeinen einseitigen Geschmack, der so hervorsticht. Und hier scheint Planter sich was überlegt zu haben, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Also keine Chemie reinkippen, das Ganze ordentlich saucieren und dann, ja, seht mal zu. Ist nicht der Fall. Die scheinen diesmal das Ganze sehr mild gemacht zu haben. Ein Hauch von Aroma wahrscheinlich. Aber sehr angenehm. Ich habe einen sehr lieben Bekannten, heißt auch Martin, den ich öfter treffe in einer Pfeifengruppe, die wir hier in Berlin haben und die sich hin und wieder trifft. Und jener Martin, der steht auf so naturbelassene Tabake und zeigt uns immer wieder was Neues. Und insofern bin ich da auch sensibilisiert. Und dieser Tabak, glaube ich, den könnte ich ihm mal zeigen. Denn der hat durchaus ganz viel Naturbelassenes, ganz viel Natürliches. Und ist wirklich durchaus zum Genießen da. Ja, da ist so ein ganz angenehmer Nebengeschmack auch. Der sich kaum greifen lässt, aber den man immer wieder neu suchen kann. Das halte ich für sehr schön. Mild. Brennt toll. Also ich mache den mal so ein bisschen hier nachstopfen. So ein bisschen fester mache ich den. Ja, und ich würde den Tabak nicht als übermäßig charakteristisch bezeichnen. Das wäre er nicht. Also das, glaube ich, wäre zu viel des Guten. Aber was ich mal mache, ich nehme noch mal einen Tabak, einen Filter heraus.
Daran seht ihr auch, dass man natürlich auch als Filterfan nicht immer dabei bleiben muss, die Dinge, die man nun hat, dann auch bis zum Letzten zu verteidigen, sondern es ist immer nur dann gut, wenn man die Dinge auch bereit ist, die Dinge zu verändern. Also einen Filter habe ich mal rausgenommen. Also ich kann wirklich sagen, das ist ein Tabak, der so angenehm sich auch mal herauslöst. Ich guck mal hier rauf, das ist hier ein älterer Tabak aus dem Jahr 2013. Und der ist hier auch, ja, die riechen alle sehr so nach Aroma, ganz, ganz massiv, was ja durchaus auch schön ist. Aber es gelingt eben so selten, diese Tabake, den habe ich im letzten Jahr geraucht. Es klingt eben nur so selten, diese schönen Düfte dann eben auch zu übertragen auf den Geschmack. Und das scheint hier doch sich durchgesetzt zu haben, dass man etwas mehr in den Tabak hineinlegt, also in den Geschmack, in den ureigenen Geschmack des Tabaks, an Bedeutung hineinlegt und nur diesen Hauch von Aroma draufsetzt, so als I-Punkt, aber bloß nicht mehr. Ich glaube, man kann entdecken. Und zwar jeder für sich. Planta bietet also hier keine Fruchtsuppe an, sondern ist hier erwachsen genug und auch souverän genug, etwas mehr zu bieten, sich auf die Komposition des Tabaks zu stützen, um dann hier und da so einen kleinen I-Punkt zu setzen, um dem Ganzen natürlich auch eine Note zu verleihen. Das gelingt wirklich gut und das kann man hier auch mal in einem längeren Test mal probieren. Der brennt gut. Also wirklich vernünftig anzünden und dann ist er unkompliziert. Jetzt mache ich Folgendes, nochmal einen Filter raus, denn das soll ja auch wirklich vernünftig sein und niemand soll denken, ich wäre hier der große Verfechter von möglichst vielen Filtern. Völliger Unsinn, das mache ich genau so nicht. Sondern ich möchte gerne, dass das Ganze auch vernünftig über die Bühne geht und dass man hier auch sehen kann, es gibt Vorteile und Nachteile und das muss man jeweils vernünftig abwägen. Das ist völlig klar. Schaut mal hier, so sehen dann die Filter aus, wenn sie dann verwendet wurden. Da ist dieses Papier drumherum, darum kann man es erkennen. Ne? In der Mitte ist der Filter. Also so ein Filter hat eben doch eine Funktion, gerade eben auch dann, wenn er durchaus eben auch mit Zellstoff umwickelt ist. Da kann man hervorragend auch aufnehmen. Und es ist wirklich so, dass natürlich so ein Filter auch das eine andere Note reinbringt. Also je mehr Filter drin sind, desto sanfter ist der Tabak im Geschmack und vor allem auch im Nachgeschmack. Auch dann, wenn ihr, weiß ich nicht, vor einer Stunde eine Pfeife geraucht habt, dann ist der Geschmack ein völlig anderer. Also den Geschmack, der im Mund verbleibt, der ist weniger streng, weniger hartnäckig. Also man kann ein Brötchen essen und dann ist der eigentlich fast weg. Das ist eben auch so eine schöne Seite des Rauchens mit mehreren Filtern, weil das einfach wirklich eine Art Soft-Rauchen dann im Grunde genommen ergibt. Und ich sage immer wieder, auch mehrere Filter haben den Vorteil, dass man andere Noten des Tabaks hervorholt und andere rauchige Anteile wiederum
wegschiebt von sich. Das ist sehr wichtig, je nachdem, was man für sich auch bevorzugt. Und man sollte das eben auch probieren, so wie ich es eben gerade hier vormache, dass man wirklich für sich eine persönliche Note erarbeitet und sich nicht nur leider immer an einem einzigen Filter festhalten muss. Hielte ich für schade, weil die Chance ist eine große, dass man mit mehreren Filtern durchaus auch viel mehr Nuancen herausarbeiten kann. Ja, mit mehreren Filtern war es etwas süßlicher, etwas weicher. Und auch hier ist es jetzt sehr spannend, mit nur noch drei Filtern, die ich hier in der Pfeife habe, wird der Tabak, spürt man sehr gut. Also diese Note, dieses Black Cavendish, ist so was Blättriges, was dabei ist, was man sehr deutlich schmeckt. Also ich glaube, wer ganz milde Tabake mag, und das ist immer noch mild, der sollte das probieren. Das ist also, wie gesagt, es sieht so bunt aus und man denkt wieder nach, jetzt kommt wieder was von Planta, was so mit viel Geschmack aufbereitet ist. Aber ich meine, gerade auch so für Leute, die weniger rauchen oder die es einfach milder mögen, die nicht so sehr viel aufgesetzte Chemie mögen, da glaube ich, kann das zum wirklich sehr, sehr angenehmen Ergebnis führen. Das ist, ich will mal euch nochmal das sogenannte Tabakbild zeigen. Viele von euch sagen ja, dass das wichtig wäre. Ich will es also, jetzt muss ich mal gucken hier, dass es auch wirklich ankommt, das Bild. So, ja genau. Ne? Und da kann man also sehr schön sehen, ja, ist also ein Ready Rubbed, alles fein zurechtgerissen für uns. Ganz milder Geruch. Und dieser milde Geruch, der hier drin steckt, den kann ich eigentlich auch rauchen. Und das ist das wirklich Große, das Wichtige und das Ehrliche an diesem Tabak. Dass ich hier nicht irgendwie verführt werde mit irgendwelchen tollen Noten, wo ich sage, ja, die muss ich jetzt haben, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und dann raucht man den Tabak und dann geht es unter und man ist eher enttäuscht. Das ist jetzt in meinen Augen, was diese Probe hier für mich angeht, absolut nicht. Ich sage mal, ja, das ist ein Tabak, den ich mit zum nächsten Pfeifenabend nehmen würde. Den würde ich mal rumgehen lassen. Und jeder soll sich mal da ordentlich was nehmen und dann mal schauen, wie er das so findet. Gerade hier auch mein Freund Martin, der sich speziell für die naturbelassenen Tabake interessiert. Ich denke, für den wäre das was, um es nochmal so einfach zu probieren. Aber nächste Woche Freitag ist es ja wieder soweit und dann wollen wir nochmal uns wieder Tabake anschauen. Und da soll auch der eine Rolle spielen. Wer zum Beispiel dem Tabak nur dieses ganz Milde abgewinnen kann, was er ja auch ist und ehrlicherweise wirklich nur ist, der kann da noch eine andere Note reinmachen. Irgendwas, was ihm gefällt, wo ihm was einfällt, das halte ich für wirklich durchaus reizvoll. Das ist ein Tabak von der Art her, was ich seltener habe. Also man würde ihn, glaube ich, sogar wiedererkennen. Das ist dann doch ein Hauch von Charakteristik. Ich sagte es schon, so blättrig, so ganz natürlich. Interessant, hätte ich es von Planta nicht erwartet. Ja, also insofern darf ich mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen bedanken. Auch für die Geduld, die ihr mit mir hattet. Ich habe mich lange Zeit nicht gemeldet. Und ich freue mich, wenn das dann demnächst wieder geschehen kann und ich auch fit genug bin, um das wieder zu tun. Liebe Grüße an alle in dieser Runde, die ich sehen konnte in euren Videos, die Neues gebracht haben, die gute Laune verbreitet haben und die interessante Tabak probiert haben. Das ist so eine Art Ablenkung im Grunde genommen vom großen Stress des Alltags, vom großen Weltgeschehen, was durchaus Veränderungen bringen wird. Aber ich hoffe, dass uns dieser kleine Kreis von freundlichen
Leuten, einem schönen Hobby zugewandt, erhalten bleibt. Also passt auf euch auf und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.